Begrüße ich euch alle zu dem letzten Panel für heute, Corporate Literacy in der Bildungspraxis. Mein Name ist Maria do Mar Castro Varela und ich bin hier vom Bildungslab. Ich werde mich ganz kurz vorstellen und dann werden sich die Teilnehmenden auch ganz kurz vorstellen und auch kurz sagen, aus welcher Form von Bildungspraxis sie kommen und wie sie im Grunde genommen mit der Fragestellung auch, also welche Verbundenheit sie mit der Fragestellung haben. Und dann gehen wir gleich in die ersten Runde und dann werde ich alle fragen, inwieweit sie in ihrer eigenen Bildungspraxis mit diesem Konzept der Corporate Literacy entweder schon gearbeitet haben oder das in irgendeiner Art und Weise eine Relevanz hat. Und wir haben uns extra hier unten hingesetzt, weil wir dachten, das ist so eine Bildungsfrage und ein Bildungspodium sozusagen, sodass wir ein bisschen näher an euch sind, weil wir doch versuchen werden, mit euch auch ein bisschen ins Gespräch zu kommen, dass ihr auch ein bisschen was berichten könnt, Fragen stellen könnt und wir wirklich ein Gespräch haben und weniger jetzt vier Inputs und dann Fragen zum Inhalt. Also erstmal zu mir, Maria do Mar Castro Varela, ich bin Professorin an der Alice-Salomon-Hochschule und da auch für allgemeine Pädagogik und soziale Arbeit mit dem Schwerpunkt Gender und Queer Studies zuständig. In meiner Forschung konzentriere ich mich sehr stark neben den Gender und Queer Studies auf die postkoloniale Theorie, das heißt fokussiere Bildung tatsächlich von einer postkolonialen Perspektive. Das machen heute viele, aber es gibt immer auch noch sehr viel Ressentiments dagegen, insbesondere an den Hochschulen selbst. Eine Studentin von mir hat der Prof gesagt, macht es nicht, das ist eine terroristische Wissenschaft. Das fand ich ganz interessant. Also postkoloniale Theorie als eine terroristische Wissenschaft. Und ich werde deswegen dann in der Runde ein bisschen auch davon erzählen, was innerhalb der postkolonialen Theorie, warum da Körper auch eine wichtige Rolle spiele und in dem Zusammenhang ein wenig berichten über den Workshop, den wir heute von 12 bis 4 hier hatten, wo noch andere Kolleginnen von mir mitgemacht haben vom Bildungslab, wo wir auch zu solchen Fragen gearbeitet haben, nämlich den rassifizierten Körper, was bedeutet das und was hat das eigentlich für eine, also wie wird er in der Bildungsarbeit, kommt er vor und was hat das für eine Bedeutung? Okay, dann beginne ich erstmal mit meiner Arbeit beim Bildungslab. Das Bildungslab hat begonnen vor circa 2 Jahren und war tatsächlich auch eine Idee, die entstanden ist innerhalb eines anderen Projektes des HKWs, als es ging um Schools of Tomorrow, wo die Fragestellung war, wie könnte eigentlich die Schule von morgen aussehen? Was müsste eigentlich die Schule von morgen auch bedenken? Und da habe ich einfach Leute gefragt, die ich kannte, ob sie nicht Lust hätten, in diese Diskussion einzusteigen und dieses Projekt gewissermaßen kritisch zu begleiten. Die Idee dabei war, das sind jetzt alles Personen, die sich selber als People of Color bezeichnen oder Migranten und oder Migrantinnen. Und ich habe da eine ganz einfache These dabei, dass wenn diejenigen, die innerhalb der Bildungsinstitutionen marginalisiert werden, an den Rand gedrängt werden, trotzdem sozusagen es wagen, Theorie zu produzieren, dann produzieren sie eine andere Theorie. Dann kommt eine andere Theorie dabei raus. Das heißt, es ging mir darum, einen Raum zu öffnen, einen Denkraum zu öffnen, in dem wir tatsächlich körperlich da sind, miteinander reden, auch durchaus über Diskriminierungserfahrungen, aber immer auch mit dieser Idee, ins Abstrakte zu gehen und auch theoretisch zu arbeiten, um eine andere Theorie zu entwickeln. Und das ist ein bisschen auch so, wie ich mir Bildung denke, insbesondere für diejenigen, die immer wieder Ausgrenzungs- und Diskriminierungserfahrungen zu haben, sich das Recht zu nehmen, auch ins Abstrakte gehen zu können und theoretisch auch zu arbeiten. Sodass nicht diese Teilung überwunden werden kann zwischen Theorie und Praxis. Für mich ist es eine Praxis, die sich keine theoretischen Gedanken macht, problematisch, genauso wie eine Theorie, die nicht sieht, dass wir auch praktisch tätig sind, wenn wir theoretisch arbeiten, ist auch genauso problematisch. Ich habe da immer zwei
Zitate oder Begebenheiten, die ich immer gerne dazu auch erzähle, weil sie das so plastisch machen. Das erste ist, dass meine Mutter, die selber als Putzfrau gearbeitet hat, immer gesagt hat, du kriegst fürs Reden Geld? Das ist ja crazy, weil mich hat noch nie jemand fürs Reden bezahlt. Und das ist interessant, weil das wirklich das gefühlte körperliche Arbeit ist, du musst was mit dem Körper tun. Und es hat mich doch sehr lange Zeit gekostet, ihr klarzumachen, dass ich nach Vorträgen oder nach Seminaren erschöpft bin, und zwar körperlich erschöpft. Also dass wirklich auch dieses theoretische Arbeiten, Diskutieren, Debattieren etwas ist, was körperlich was bedeutet, aber was bestimmten Gruppen in der Gesellschaft nicht zugestanden wird. Und das ist etwas, was mir ganz wichtig ist, wenn wir darüber nachdenken, über Körper, Bildung, nicht zu vergessen, dass es da immer auch diesen intellektuellen, theoretischen Teil gibt, der sehr häufig in bestimmten Gruppen nicht gewährt wird. Das wäre jetzt so mein Entrance Point und jetzt gebe ich das Mikro weiter und das Wort weiter, damit meine Kolleginnen hier auch erzählen können, was ihre Entrance Points sind. Ja, guten Abend, ich bin Gila Kolb. Ich bringe heute Abend zwei Perspektiven mit. Zum einen arbeite ich als Fachdidaktikerin, als Dozentin für Fachdidaktik, bildnerisches Gestalten an der Kunsthochschule in Bern und soll das Mikrofon mehr vor den Mund halten. Als Fachdidaktikerin beschäftige ich mich sehr mit Schule und damit, wie eigentlich, wie ich Lehrpersonen auch Inhalte und Kontexte mitgeben kann für den Kunstunterricht. In der Schweiz heißt das bildnerisches Gestalten. Das ist schon ein Verb, beziehungsweise zwei Verben, was schon sehr interessant ist, weil das mehr auf das Tun fokussiert. Und als zweite Perspektive bringe ich ein, dass ich auch Kunstvermittlerin bin und als solche auch einerseits viel gearbeitet habe und auch im Kontext der Documenta 14 KunstvermittlerInnen ausgebildet habe, zusammen auch mit Aysche Gülec und auch dazu ein Forschungsprojekt begonnen habe, bei dem ich mich dafür interessiert habe, welche Strategien KunstvermittlerInnen eigentlich bei einer Ausstellung einsetzen, die vom konzeptuellen Anspruch her das Verlernen fast schon in den Titel genommen hat und die Frage dessen, wie sie das eigentlich verkörpern, insbesondere vor den Erwartungen von Publikum. Ansonsten interessiere ich mich auch für postdigitale Kunstvermittlung und arbeite auch dazu. Ich war auch auf dem Schools of Tomorrow damals auf der Tagung und habe da etwas vorgestellt aus der Praxis der postdigitalen Kunstvermittlung oder der einer Vorstellung, wie das sein kann. Damals haben wir versucht, eine Utopie zu formulieren und ich bin sehr gespannt darauf, wie wir das auch gleich hier abgleichen können zum Thema der Digitalität und der Körperlichkeit. Ja, mein Name ist Aysche Gülec. Ich freue mich doch, dass so viele zahlreiche Zuhörerinnen hier gekommen sind. Wir hatten schon die Befürchtung, dass die Performance uns viel Aufmerksamkeit entzieht. Das ist schön, dass ihr hier alle seid. Ja, ich glaube, mein Zugang ist ein bisschen ein anderer. Ich nenne mich aktivistische Forscherin, manchmal auch forschende Aktivistin. Es kommt immer so drauf an, was ich gerade tue. Ich bin Pädagogin, ausgebildete Pädagogin, Sozialarbeiterin, habe aber im pädagogischen Feld klassischerweise nie gearbeitet, sondern immer an der Schnittstelle zwischen Migration, Antirassismus, Community-Arbeit, Kunst und Kunstvermittlung. Das sind jetzt sehr viele Schnittstellen, aber das ist das, was ich tue. Ich habe sehr lange, also fast 20 Jahre lang, in einem soziokulturellen Zentrum gearbeitet, in der Kasseler Nordstadt. Ich habe das Pech, in Kassel zu leben. Manchmal ist es Glück, manchmal ist es auch Pech, in Kassel zu leben. Glück, weil alle 5 Jahre mal die Documenta herkommt und Kassel dann das Zentrum einer bestimmten Weltöffentlichkeit wird. Und ansonsten ist es auch die Stadt, wo nicht nur die Documenta stattfindet, sondern es ist auch die Stadt, in der Halit Yozgat als das 9. und jüngste Opfer des NSU ermordet worden ist. Und inzwischen
Wie Sie wahrscheinlich alle wissen, gibt es einen weiteren NSU 2.0 Entwicklung, die auch dazu geführt hat, dass Walter Lübcke, der Regierungspräsident Kassels, ermordet worden ist. Mit diesen Themen befasse ich mich als Antirassistin, als eine Person, die eben auch Aktivistin ist, befasse ich mich genau mit diesen Themen. Und vor eineinhalb Wochen waren wir auch hier und es gab eine Veranstaltung auch zu dem Thema, das bleibt ein Jahr nach dem nach dem Urteilsspruch im Münchner Oberlandesgericht haben wir uns hier versammelt und haben Angehörige, also vor allen Dingen auch die Frauen, uns angehört, die ein Jahr danach als Nebenklägerin hier kamen und gesprochen haben. Das heißt, ich versuche das, was eigentlich der NSU ist, aus verschiedenen Perspektiven mir auch anzuschauen. Und dies war der Versuch, das erste Mal auch aus einer radikal-feministischen Perspektive den NSU auch nochmal sich anzuschauen, weil diejenigen, die ihre Ehemänner, Söhne, Väter verloren haben, sind Frauen. Die Hauptangeklagte ist auch eine Frau, die vor dem Gericht immer wieder betont hat, sie habe das alles nicht gewusst, was die Männer getan haben. Sie sei nur sozusagen für die Reproduktionsarbeit zuständig gewesen. Was interessant ist, weil sie ja damit sozusagen ihre Reproduktionsarbeit depolitisiert, hingegen aber die Ehefrauen, die Töchter und die Mütter der Ermordeten sogar ihre Trauerarbeit öffentlich machen und damit politisieren. Und diese Aspekte interessieren mich sehr. Ja, vielleicht soweit erstmal. Hi. Ist gut? Oh, ich habe so eine wahnsinnig schöne Stimme. Jedes Mal, wenn ich meine Stimme höre, denke ich, wow. Ich muss mich immer dran gewöhnen, irgendwie mich selbst zu hören. Ich bin Tuba Tanjelmaas und die Projektleitung der Initiative Intersektionale Pädagogik, kurz IPAD. Nicht zu verwechseln mit dem iPad von Apple. Also wir sind cooler und weniger kapitalistisch. Was wir tun ist, also ich bin mit meinem Kollegen Ed hier, ist intersektionale Pädagogik in, vor allem in Berliner Schulen und Kitas Leuten näher zu bringen, die dort arbeiten. Manchmal auch mit Kindern zu arbeiten, aber vor allem mit Leuten, die in Schule arbeiten, die nennt man auch Lehrkräfte heutzutage. Und denen versuchen wir eine intersektionale Perspektive, also die Mehrfachdiskriminierung näher zu bringen, wie sie ihre Pädagogik gestalten können, um eben weitere Ausschlüsse zu vermeiden. Ich sage bewusst weitere Ausschlüsse, weil es gibt wahnsinnig viele Ausschlüsse und im Bildungskontext, ich meine, alle anderen haben das jetzt hier auch schon gesagt, in der Gesellschaft halt auch. Wir sind gefördert von der Senatsverwaltung für Bildung, auch damit wir das halt auch kostenlos für Schulen anbieten können, damit die nicht erst Geld auftreiben müssen, und sind leider auch, ich sage mit Absicht leider, die Initiative, die in diese sogenannten Problemschulen geholt werden, wenn da wieder was passiert ist oder eine Schule sanktioniert worden ist. Also wenn eine Schule in den Medien auftaucht, wegen Antisemitismus oder Homofeindlichkeit oder Rassismus, sind wir meistens diejenigen, die vor Ort sind. Wir dürfen nicht sagen, wo das ist, aber das darf ich sagen. Und arbeiten eigentlich seit 9 Jahren vor allem in Schulen, die ErzieherInnen ausbilden, weil wir der Meinung waren, während der Ausbildung müssen Leute schon lernen, diskriminierungskritisch, pädagogisch zu arbeiten und tatsächlich ihre eigene Position darin zu reflektieren, sozusagen. Weil als Erzieherin, ich bin Erzieherin, bist du mit deinem ganzen Körper in so einem Gruppenraum und kriegst Projektionen ab oder musst eine Pädagogik anbieten mit deinem Körper, aber auch mit deinem Denken, die tatsächlich alle Menschen einschließt und das wertschätzend. Aber erstmal so viel, weil ich könnte stundenlang über uns erzählen, weil ich uns liebe. Aber ich gebe weiter an meinen Kollegen Edwin Greve. Ja, hallo, Ed Greve ist mein Name. Ich bin so bei der
also auch bei der Initiative Intersektionale Pädagogik und macht noch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei unserem Dachverband im Migrationsrat Berlin. Das ist ein Dachverband von über 70 Migrantinnen, Selbstorganisationen in Berlin. Und wir haben einige Projekte, die Community- und diskriminierungsübergreifend arbeiten. Genau, und iPad ist eben eines davon. Du hattest vorhin Geld fürs Reden bekommen, angesprochen, Maria. Ich glaube, wenn wir für unsere Reden so viel Geld bekommen würden wie Apple für seine iPads, dann wären wir jetzt auch schon reich. Ist leider nicht so, aber Wertschätzung von diskriminierungskritischer Bildungsarbeit sozusagen ist ein Thema, das uns jetzt auch in der Sommerpause viel beschäftigt hat. Ich weiß nicht, wer das so mitbekommen hat, seit dem Rückzug der Berliner Antidiskriminierungsbeauftragten. Wertschätzung von diskriminierungskritischer Bildung findet, glaube ich, nicht nur monetär statt, sondern findet auch dadurch statt, dass es auf gewissen Ebenen eine Bedeutung verliehen bekommt. Das bedeutet zum Beispiel, dass unserer Auffassung nach nicht nur Lehrkräfte und angehende Lehrkräfte sich für Diskriminierungskritik interessieren sollten, sondern auch die Leitungsebenen, Schulleitungen, Schulaufsichten etc., weshalb wir sozusagen als Initiative einerseits direkt vor Ort arbeiten, als auch versuchen, sozusagen das Bildungssystem von oben herab zu verändern und da Einfluss auszuüben. Genau, das vielleicht sozusagen zu den unterschiedlichen Bereichen, in denen wir versuchen, tätig zu sein. Super, ich glaube, das war, glaube ich, eine ganz schöne Vorstellungsrunde, wo ihr euch nicht persönlich nur vorgestellt habt, sondern vor allen Dingen eure Arbeit. Und ich, das wäre jetzt auch der Punkt, wo ich sagen würde, gehen wir ein bisschen tiefer und fragen wirklich im Kontext dieses Festivals der Körper. Was spielt konkret der Körper für eine Rolle in euren Rahmungen, Kontexten, Interventionen? Wie spielt der Körper da eine Rolle? Ja, ich war jetzt natürlich ganz gespannt, noch von dem Bildungslab zu hören und kann jetzt erstmal davon erzählen, was ich wie mitgebracht habe oder wo ich mir so ein bisschen Gedanken drüber gemacht habe, was ich hier mitbringen kann. Wo geht das denn hier? So? Ah, cool. Ja, ich habe was mitgebracht aus der Schule. Ich habe mit einer Gruppe junger KunstpädagogInnen und einer Gruppe SchülerInnen zusammengearbeitet und wir haben uns gefragt, was SchülerInnen eigentlich können. Und wir haben angefangen, erstmal zu googeln und tatsächlich war es total interessant, welche Erwartungen beim Googeln, das kann man so gar nicht gut sehen, aber wenn man Schüler können googelt, dann kommt da sowas wie können nicht mehr und dann kommen verschiedene Sachen, die sie nicht mehr können. Und wir haben uns gefragt, was SchülerInnen eigentlich können und haben herausgefunden, dass sie ziemlich viel können, wenn man sie mal fragt, was sie eigentlich können. Und ich habe da einige Sachen, das ist sehr schwer zu lesen, mitgebracht. Und zum Beispiel gibt es das, was SchülerInnen können. Haben wir hier auch gesammelt, das ist das, was sie schon können, zum Beispiel Spaghetti essen ohne Löffel, Nägel lackieren, lachen, entnervt sein, mich ablenken lassen, Videospielen, Schmerzen ertragen, mit wenig auffallen. Wir haben die SchülerInnen dann auch noch gefragt, was sie können wollen. Und können wollen SchülerInnen zum Beispiel eine Nacht durchschlafen, beim Zeichnen das zweite Auge hinbekommen, fliegen, Spagat, in die Zukunft schauen, Auto fahren, Gedanken lesen, mit der Zunge die Nase berühren. Und das wäre jetzt total interessant, wie sich sowas in einem Lehrplan wiederfindet oder überhaupt in einem System von Schule. Und wir haben in diesem Projekt dann weitergearbeitet, indem wir ein Barcamp gemacht haben und da mit SchülerInnen gearbeitet. Ja, wie soll man sagen, SchülerInnen haben dann Sachen angeboten, die sie schon können und Sachen belegt, die sie können wollen. Unter anderem gab es einen Workshop, wie überlebe ich eine Zombie-Apokalypse. Ich habe daran nicht teilgenommen, deshalb weiß ich nicht, wie ich es überleben kann. Aber es wurde dadurch klar, dass es eben schon einiges dessen gibt, was gekonnt wird und was
ja, was vielleicht in der Schule nicht verhandelt wird, aber ganz häufig auch mit dem zu tun hat, was Körper bereits oder Menschen, erstmal Menschen bereits können. Und interessant fand ich eben auch, wie viel körperliche Dinge dabei sind, wie zum Beispiel mit der Zunge die Nase berühren oder vor kurzem in einem Seminar habe ich herausgefunden, dass es nicht nur das Einrollen der Zunge gibt, sondern auch eine Zungenblume. Kann ich euch hinterher vielleicht zeigen, wie das geht. Ich kann es aber auch noch nicht so gut. Ein zweites Ding, was eher aus meiner, aus meiner Forschung auch kommt. Ich interessiere mich dafür, wie eigentlich da die Digitalität auch in die Kunstvermittlung kommt. Und das ist ein Bild, das vielleicht viele von euch schon kennen. Es ist ein Bild, das sehr häufig geteilt wurde. Es ist im Rijksmuseum aufgenommen worden. Und da sitzen SchülerInnen und schauen nicht auf ein Bild, das von Rembrandt ist und die Nachtwache heißt und gemeinhin zum Kanon gehört der Kunstgeschichte oder auch zu einem, ja, zu etwas, was im Museum hängt und angeschaut werden soll, sondern sie schauen in ihre Smartphones. Und das Bild wurde mehrfach geteilt und dabei, also ja, nicht nur, glaube ich, von KunstvermittlerInnen, sondern, glaube ich, von und entsprechend kommentiert von Leuten, die fanden, dass das jetzt also zeigt, dass es endgültig vorbei ist mit der Bildung und der Jugend in verschiedenerlei Hinsicht. Ich fasse es jetzt ein bisschen polemisch zusammen. Und gleichzeitig gab es dann darüber eine Diskussion, was sie wohl tun könnten. Und ich finde dieses Bild deshalb total interessant, weil wir eben nicht wissen, was in den Köpfen passiert. Wir sehen aber, dass sie etwas tun. Und man kann jetzt auf jeden Fall schon mal sagen, dass es im Rijksmuseum ein offenes WLAN gibt und auch eine App, in der man sehr viel über die künstlerischen Arbeiten, die da hängen, erfahren kann und lernen kann. Und dennoch hatte es noch eine andere Folge und das ist ein Tweet, der wenige Wochen später, den ich dann auf einer offiziellen, auf dem offiziellen Twitter-Account gefunden habe, der interessanterweise die gleiche Position, oder ja, eine sehr ähnliche auch bildsprachlich sehr ähnliche Situation zeigt, in der auch von der Farbe her sehr interessant gleich mit dem Rot und dem Türkis, aber hier zeichnen die Kinder. Und interessant ist die Herz, wie soll man sagen, die Likes, auf Twitter heißt das ja nicht mehr Like, auf jeden Fall sind es 39 Likes im Verhältnis zu dem virtuell gegangenen Bild von den Kindern, die halt nicht tun, was oder nicht so aussehen, als würden sie lernen. Es gibt inzwischen auch Zeichensamstage im Rijksmuseum. Ich habe mich dann, ich habe dann eben noch was mitgebracht, was ich auch nochmal sehr interessant finde. Das ist auf der, ja, was die Realität und die Virtualität betrifft. Das ist jemand, der bei Oculus Rift arbeitet und das ist die Facebook-Entwickler-Konferenz. Und hier sehen wir sozusagen, wie sich der Kreis wieder schließt, wenn alle Realität virtuell ist und uns das jemand erklärt, der mit Oculus Rift eben Brillen herstellt, die Virtualitäten oder virtuelle Welten, Zugänge zu virtuellen Welten zeigt. Ich bringe da noch ein drittes Beispiel, das uns auf die zu Documenta bringt. Ich habe 2017 ein Forschungsprojekt mit dem Titel The Art Educators Walk geleitet, das mit teilnehmender Beobachtung und Interviews gearbeitet hat. Und hier sehen wir den Körper einer Kunstvermittlerin, die was sich dadurch zeigt, dass sie sozusagen, dass sozusagen einerseits eine Geste vorherrscht, die mir eben auch immer wieder auffällt. Also das Foto hat Carina Herring gemacht, die an diesem Projekt zusammen mit Mara Rieser mitgearbeitet hat und die teilnehmende Beobachtungen gemacht hat. Und es gibt verschiedene Gesten, mit der verschiedene Dinge erklärt werden. Das war eines der ersten Sachen, die uns sehr frappierend aufgefallen sind bei der Frage der Kunstvermittlerin. Und es gibt auch eine bestimmte Farbe, die vorherrscht, die man trägt beim Vermitteln. Und das hat auch verschiedene Gründe. Das ist ein Bild, das ich abends bzw. nachts gemacht habe. Das ist der Treffpunkt, wo die Walks genannten Führungen über die Documenta 14
stattfinden und wenn sich Menschen treffen, also am Tag stehen diese Mülltonnen nicht da, aber manchmal standen sie auch da. Also es ist total interessant, wie solche, wie soll man sagen, wie solche Räume auch hergestellt werden für die Vermittlung. Und vielleicht noch als letztes Beispiel eins von einer Gruppe, die es bis heute gibt, die Doc for Teen Workers, die sich auf der Documenta 14 gefunden haben oder gegründet haben. Die Doc for Teen Workers sind KunstvermittlerInnen, die sich für die Arbeitsbedingungen von KunstvermittlerInnen interessieren und sich gefragt haben, wie sie diese Arbeitsbedingungen auch sichtbar machen können. Und es gibt ein Item, das ihr auch auf der ersten auf dem ersten Bild schon gesehen habt, nämlich die Leinentasche, in der die gerade noch groß genug ist, dass sie durch die Kontrollen geht, durchgeht, die bei so einer Ausstellung oder die gerade noch die richtige Größe dafür hat, dass man da in die, das in die Ausstellung mitnehmen kann und auf der dann eben eine Aufforderung zum Gespräch gedruckt war, auf dem steht, fühlen Sie sich frei, mich über meine Arbeitsbedingungen zu fragen. Soweit erstmal. Oh, wie komme ich zu meinen? Einfach wegschieben, ne? Ah, okay. Ja. Ich fange vielleicht mal so an, dass ich erkläre, warum ich über das spreche, über das ich sprechen möchte, um euch sozusagen, um sie irgendwie mitzunehmen in meiner Handlungs- und Arbeitspraxis, Denkpraxis. Und zwar zum einen würde ich gerne sagen, dass Racial Profiling ja nun auch eine bestimmte Praxis ist von Polizisten und anderen Beamten, die im öffentlichen Raum Menschen sozusagen rassifizieren. So, meine Frage ist jetzt nun, warum sind Museen, Museen sind Orte des öffentlichen, unseres öffentlichen Lebens auch, das sind Institutionen, die uns der Öffentlichkeit auch gehören. Also jenseits von Schule ist das Museum auch ein Bildungsort, in dem wir alle was lernen können und sollen, das auch sozusagen Bildungsauftrag hat und die Aufgabe hat zu bilden. Bilden vielleicht sogar im doppelten Sinne, weil es ja auch ein Ort ist, wo wir uns versammeln können, um etwas über etwas gemeinsam auch zu sprechen, mit Hilfe der Kunstvermittlung oder auch selbstorganisiert. Jetzt ist es aber so, wenn man in ein Museum geht und ich habe nach der Documenta 14 habe ich in einem Frankfurter Museum gearbeitet und war, und das war eine sehr interessante Ausstellung, die wir zu der Zeit hatten, die ich auch mit kuratiert habe und die Texte geschrieben habe. Die Ausstellung hieß, weil ich nun mal hier lebe, eine Ausstellung, die sich hauptsächlich mit Rassismus als eine Form von Gewalt beschäftigt hat und zwar mit sehr alten Arbeiten aus den 60er Jahren, aber auch mit ganz aktuellen Arbeiten und sozusagen Rassismus auf unterschiedlichsten Ebenen durchleuchtet haben. Künstlerische Arbeiten waren das. Und als ich dort angefangen habe und die Ausstellung endlich offen war, war ich ziemlich erschrocken, weil in der Ausstellung alle Aufsichten hatten sozusagen, waren POC-Leute, die Gäste aber nicht. Also das war so wirklich eine sehr heftige Erfahrung, das wusste ich zwar vorher, aber dass dann so in einer Ausstellung, die sich ja selbst mit dem Thema Rassismus beschäftigt, dann sozusagen diese Körper zu sehen, da habe ich mich gefragt, findet eigentlich auch in so einem Museum Racial Profiling statt? Also diese Verbindung würde ich gerne nachdenken, darüber nachdenken. Was mich aber sehr interessiert, ist eigentlich das Thema situiertes Wissen und wie Körper auch Träger sind von Informationen und wie diese Informationen, die die Körper tragen und sozusagen auch artikulieren, und zwar ein bestimmtes Wissen, ein situiertes Wissen, daran bin ich sehr interessiert und dafür habe ich jetzt ein konkretes Beispiel, damit es auch für euch, für Sie konkret nachvollziehbar wird. Ich hatte schon gesprochen oder gesagt, angedeutet, dass Kassel eben nicht nur der Ort der Documenta ist, die alle 5 Jahre stattfindet. Und ich habe für die letzten Documenta, für die letzten 3 Documenta-Ausstellungen gearbeitet, für die 12., 13. und jetzt die 14. Und als wir in der Vorbereitung für die Documenta 12 waren, gab es in Kassel den Mord und es gab aber auch nach dem Mord an Halit Yozgat in Kassel
die Demonstration unter dem Titel Kant sind das Opfer. Es ist für mich, die Bilder zu sehen, ich war auch auf der Demonstration, die Bilder sind sehr, sehr interessant für mich, mit denen arbeite ich sehr gerne, weil sie so deutlich machen, dass es ein situiertes Wissen gibt von Menschen, die bestimmte Erfahrungen machen müssen, weil sie aus einer anderen Lebenswelt ausgesetzt sind. Und wir sehen hier auf dieser Demonstration viele Menschen, die tragen Bilder am eigenen Körper. Und dieses Tragen von Bildern am eigenen Körper ist sozusagen auch eine Form von Träger zu werden von Informationen, von Bildern. Und wir sehen, dass sie die Bilder der neuen Mordopfer tragen. Und wir sehen sehr viele unterschiedliche Plakate, die sie auch mitgetragen haben, die alle auch kuratiert sind. Also sie haben sich Gedanken gemacht, welches Wissen in welcher Form sie sozusagen auf die Straße bringen. Die Straße als der Ort des öffentlichen Protestes und auch des Zeigens. Und hier sehen wir zum Beispiel das Plakat, wie viele, warum nennen Sie endlich die Namen der Täter? Wie viele müssen noch sterben, bis die Täter identifiziert sind? Und das war schon 2006, also noch ein Jahr vor dem Mord an Michelle Kiesewetter, der deutschen Polizistin. Ich war damals auch ab 2012 sogar, haben wir in Kassel eine Initiative gegründet und in vielen Städten, in denen diese rassistischen NSU-Morde stattfanden, gab es viele Initiativen, die sich dann 2013 auch verbunden haben. Das heißt, es gab regelmäßige Treffen, interessanterweise auch in Kassel, weil Kassel so strategisch gut liegt. Und wir haben angefangen, darüber nachzudenken, weil der Prozess fing an in München und wir haben festgestellt, dass der Prozess eigentlich unklar ist, was der Prozess eigentlich verhandelt. Dass das, was eigentlich passiert ist, da kaum eine Rolle zu spielen scheint. Deswegen haben wir uns gedacht, wir müssen irgendwie eine Counter-Erzählung machen, wir müssen etwas dagegen entgegensetzen und haben als Bündnis dieser Initiativen, die wir geöffnet haben, und es kamen über 100 Leute, Aktivistinnen, Künstlerinnen, Filmemacherinnen, Wissenschaftlerinnen, und gemeinsam haben wir ein Tribunal vorbereitet, das dann 2017 in Köln stattgefunden hat, um ebenso ein anderes Wissen und die Kontinuitäten von Rassismus aufzuzeigen. Auf dem Weg zu dem Tribunal in Köln gab es dann eine kleine Arbeitsgruppe von 3 Leuten, weil wir haben immer wieder natürlich durch die öffentlichen Veranstaltungen oder auch im Gerichtssaal haben wir natürlich auch gehört, was an Wissen und Analysen die Betroffenen und die Überlebenden und die Angehörigen der Mordopfer immer wieder vorgetragen haben, aber sie wurden aber nicht gehört. Also diese strukturelle Ignoranz in diesem ganzen Prozess oder in der Behandlungsweise der Betroffenen selbst, die zieht sich durch diese ganze Geschichte auch. Und die Familie, speziell in Kassel, die haben immer wieder gefragt, warum war im Internetcafé Andreas Temme, der ist 1,94 groß und behauptet der Polizei gegenüber, dass er Halits Körper nicht gesehen hat. Wie kann das sein, dass der Staat ihm glaubt? Und diesem Wissen sind wir sozusagen nachgegangen und haben, weil dieses Wissen für uns sehr wichtig war, dieser kleinen Gruppe, und haben Forensic Architecture angesprochen und sie gefragt, ob sie sozusagen die Untersuchung der polizeilichen Untersuchung nochmal machen würden, weil Andreas Temme, der damalige Verfassungsschützer, mit dem hat die Polizei ein Video gemacht und er zeigt in dem Internetcafé damals, dass er nichts gesehen hat. Und das hat Forensic Architecture auch gemacht und damit wollten wir sozusagen das Wissen der Familie nochmal stärken und eine Counter-Investigation sozusagen entgegenstellen der Meinung. Und natürlich die Stimmen der Betroffenen selbst stärken, weil es ist ja nicht so, dass sie nicht gesprochen haben, sondern im Gegenteil, sie haben immer wieder gesprochen. Nur haben wir es da in dem Fall auch mit so einem selektiven Zuhören.
ich zitiere jetzt Nikita Davan auch, ein selektives Zuhören, das beobachtet man, wenn man sich mit dem NSU sehr beschäftigt, als ein Beispiel für einen strukturellen, institutionellen Rassismus und einen gesellschaftlichen auch, dann sieht man auch, wie stark eben dieses selektive Zuhören, dieses Nicht-Wissen-Wollen, Nicht-Hinschauen-Wollen, Nicht-Hören-Wollen, wie stark das sozusagen auch ausgebildet ist. Und das ist ja nicht das Problem der Betroffenen selbst, weil sie haben permanent gesprochen, nur ist ihnen nicht zugehört worden. Diese Arbeit ist dann auch bei der Documenta 14 sozusagen aufgenommen worden, aber nicht als eine künstlerische Arbeit wie andere. Also die war nicht sozusagen in den Readers oder so oder in den Plänen, sondern sie war so sozusagen eine Überraschung. Das war auch bewusst so gemacht. Und hier sehen wir die Demo, die ich vorhin schon gezeigt habe. Damit fing dann auch die Arbeit sozusagen an. Der Raum, zuerst mussten alle sozusagen an dieser Demonstration, an diesem situierten Wissen der vielen, die dort damals, der 4000 Menschen, die in Kassel demonstriert haben, konnte man nicht vorbeigehen. Und ich habe mich gefragt, was bedeutet das für die Kunstvermittlerin, die ja auch mit ihrem Körper in diesem Raum sind, in dem andere Körper sozusagen sprechen, was artikulieren. Wie vermitteln sie in diesen Momenten und was passiert mit ihnen eigentlich? Ich habe drei oder vier exemplarische Interviews gemacht mit Kunstvermittlerinnen, die sozusagen sich selbst auch als POC bezeichnen würden. Und es war sehr interessant, dass genau in diesen Momenten, wenn sie eigentlich über diese Arbeit sprechen, sie selbst eine rassistische Erfahrung, also rassistisch behandelt worden sind durch die Besucherin, indem sie gesagt haben, ja, aber muss man jetzt darüber reden, ist doch viel, nein. Oder woher kommen Sie denn eigentlich? Ach, man sieht Ihnen gleich an, dass Sie gar nicht hier aus Deutschland sind und all diese Sachen, die sozusagen zu so einem Prozess des Otherings gehört. Ja, vielleicht soweit. Hallo, hi. Sorry, ich musste gerade ganz doll lachen. Ja, bei meinen Eltern sitzen hier und ich hatte gerade so ein Bild von Picknick mit Familie. Übrigens das erste Mal, dass meine Eltern mich irgendwo reden hören, obwohl ich den Job seit 12 Jahren mache. Das ist wie ein zweites Outing. Ja. Finally, weil es Sonntag ist, haben sie es geschafft. Ja, wie wir mit Körpern an unserer Arbeit arbeiten. Also uns war relativ schnell bewusst, dass wir unser Team auch sehr vielfältig aufstellen müssen und also dass wir haben jetzt keinen Diversity-Check gemacht, sondern tatsächlich Menschen eingestellt bei iPad, die aktuell in einem pädagogischen Beruf arbeiten, damit sie nie aus der Praxis rauskommen, weil wir wollten nie so wie DozentInnen sein, die wir von bestimmten Schulen kannten. Nicht alle sind so, sorry, Casso Varela war meine Dozentin, dich meine ich nicht. Die von einer Praxis berichten oder einer Antidiskriminierungspraxis berichten, die man machen könnte in Einrichtungen, wo ich aber als Erzieherin, die also neben meinem Job studiert hat, gemerkt hat, dass alles geht nicht auf, die Konzepte, war uns wichtig, dass wir bei iPad lediglich Menschen arbeiten lassen, die mindestens von zwei Formen von Diskriminierung selbst betroffen sind, damit wir uns eine Stimme geben können, wenn wir über Diskriminierung sprechen, aber auch gleichzeitig in der pädagogischen Praxis sind und alle Methoden, die wir entwickelt haben, tatsächlich in der Praxis entwickelt haben und angewendet haben und auch wissen, was die Hürden sind von bestimmten Methoden oder warum bestimmte Methoden nicht funktionieren, welche Varianten man benutzen kann, damit sie funktionieren in Gruppen. Und ein paar Jahre lang ging das auch ganz gut und also es läuft immer noch gut, aber durch diesen Rechtsruck, der nicht, dass Deutschland vorher nicht rechts war, aber es war spürbarer, also Menschen waren selbstbewusster mit ihren rassistischen Äußerungen. Also wir gehören ja schließlich auch zu den Leuten, die sogenannten Gutmenschen oder Gender waren oder sonst was und das mit Stolz. Aber diesen Rechtsruck haben wir natürlich auch in unseren Workshops und Fortbildungen
spürbar in den letzten Jahren, also es ist spürbarer geworden, also vor allem Rassismus. Und da muss ich nur im Raum sein und bin schon provokant für Leute. Also ein Beispiel ist, ich hatte mit meinem weißen Kollegen eine Anzeige wegen, was war das, Volksverhetzung nennt man das, glaube ich, weil wir, nicht wir, er, mein weißer Kollege im Seminar gesagt hat, wir müssen im Geschichtsunterricht auch über Kolonialismus reden. Und ich hatte die Funktion in dem Moment, das alles, was er sagt, so stichpunktartig aufzuschreiben. Also ich habe nicht mal was gesagt in dem Moment. Und zwei Leute sind komplett ausgerastet in dem Workshop, haben mich angeschrien, nicht mal ihn, dass ich doch in meinem Heimatland, da darf ich ja auch nicht über sowas sprechen, was auch immer mein Heimatland ist, was auch immer sie glauben, was mein Heimatland ist in dem Moment. Und dann haben wir halt eine Anzeige wegen Volksverhetzung am deutschen Volk bekommen, mussten halt zur Polizei. Der Polizeibeamte hat mich gesehen und hat sich totgelacht und meinte, was hast du denn gesagt? Ich sehe nichts, aber ich habe Kolonialismus aufgeschrieben. Und er hat das natürlich fallen lassen, also es ist nicht weiter verfolgt worden, aber solche Erfahrungen machen wir in den letzten 3-4 Jahren immer mehr. Oder auch, dass tatsächlich bestimmte Menschen in unseren Workshops sitzen, die bestimmte Parteien wählen, wie ich das geschafft habe, die Partei nicht zu erwähnen, um dem keine Plattform zu geben, merkt ihr, ne? Bestimmte Parteien wählen und das auch sagen und das mit Stolz, aber gleichzeitig Lehrkräfte an einer Schule sind und gleichzeitig gegen das Neutralitätsgesetz sind. Also das geht für mich nicht auf. Also sie sind gegen Kopftuch, sie sind gegen Lehrkräfte, die eventuell mal positiv über den Islam sprechen, aber sie sprechen darüber, welche Parteien sie wählen, was ja auch unter das Neutralitätsgesetz fällt auf jeden Fall. Aber jetzt habe ich so negative Sachen erzählt. Wir haben natürlich auch positive Sachen. Also ein Beispiel, was ich immer wieder gebe, ist, also wir haben ja auch Lehrkräfte-Workshops und manchmal sitzen halt auch Mathe-Lehrkräfte drin, die dann sagen, was kann ich denn schon machen, machtkritisch oder Diversität. Ich meine, ich habe es mit Zahlen zu tun. Und dann sage ich, dieses Beispiel gebe ich übrigens immer, weil ich es genial finde, was soll ich sagen. Ich meinte zu ihm, Herr Schulz, wir haben es in Matheunterricht mit diesen Textaufgaben zu tun. Ihr kennt sie alle? Kennt ihr Textaufgaben? Die so lebenszerstörend sind. Für mich waren sie auf jeden Fall. Also es war immer ein Trick eingebaut, den du übersehen hast. Und es war meistens Familie Schneider, die 25% Rabatt auf Balken bekommt, um sich ein Haus am Stadtrand zu bauen. Und Familie Özdemir ist die Familie, die 25% auf die Tomaten gibt, die sie verkaufen. Und Herr Schulz, damit machst du ja klar, Schulzes kaufen sich Häuser, bauen sich Häuser und Özdemirs arbeiten nur auf dem Markt. Andere Jobs gibt es ja nicht. Oder Dönerladen, das gibt es ja auch noch. Also 25% auf Döner gibt es auch manchmal. Weil sie versuchen, die Kinder irgendwie mit ins Boot zu holen, indem sie Döner plötzlich in Textaufgaben haben. Aber es sind halt immer türkische Familien oder türkeistämmige Familien, die halt auf dem Markt arbeiten. Mach doch mal die Textaufgabe anders, Herr Schulz, habe ich ihm gesagt. Lass doch mal Familie Özdemir sich ein Haus kaufen oder Barbara und Erika, die 25% Rabatt auf den Kinderwagen bekommen, den sie für ihr Kind kaufen wollen. Und schon änderst du was in den Köpfen. Du musst nicht diskutieren. Ist halt so, weil die sollen sich ja auf Mathe konzentrieren, aber schon ändert sich was in dem Kopf der Kinder, vielleicht. Und das musst du aber auch glauben. Herr Schulz war total euphorisch, meinte so, das mache ich, das kann ich, das kriege ich hin, hat mir 2 Wochen später, ich werde sie nicht zeigen, das ist gemein, die E-Mail, aber ich habe ihm folgende Antwort gegeben, das Beispiel war, Erika und Barbara rollen auf einen Markt, weil sie im Rollstuhl sind. Also da wollte man versuchen, auch Behinderung irgendwie mit einzubauen und kaufen bei Familie Schulz
20% kriegen sie auf Tomaten oder so. Und Familie Schulz ist verarmt. Und da war ich so, das ist too much. Die sollen sich auf die Aufgabe konzentrieren. So, also sie, Barbara, Erika wollen kaufen für ihr Kind, also auch noch irgendwie Tomaten, sind im Rollstuhl, sind scheinbar lesbisch. Okay, aber super, aber too much. So, nicht bei Mathe. So, kurz und schmerzlos. Es muss nicht immer super, super divers. Das ist auch zu künstlich, das checken die Kinder und damit lenkst du die ab. So, also was ich eigentlich sagen wollte, dass es eigentlich nicht schwer ist, eine respektvolle pädagogische Arbeit anzubieten, die es ermöglicht, alle Körper im Raum respektvoll auch zu behandeln. So, und deswegen ist es uns als Team auch wichtig, diesen Respekt halt einzufordern von allen, für andere Gruppen auch, Solidaritäten und Bündnisse aufzubauen, aber auch selber aus der Ich-Perspektive sprechen zu können, sozusagen, weil wir hatten, also wir wollen nicht zu einem dieser Teams gehören, wo wir die ganze Zeit über andere sprechen oder Forschungen über andere machen, wenn wir nicht selbst betroffen sind. Das war uns auf jeden Fall wichtig. Aber ich gebe weiter an Ed, weil wir sind ja zu zweit, wir haben quasi mehr Zeit als ihr. Naja, ist jetzt die Frage, Maria, ob du uns eine weitere Frage stellen möchtest, angesichts der Zeit. Wir sind beides recht. Wäre auch okay, wenn du das jetzt noch ergänzen möchtest. Okay. Naja, weil dann könnte ich zumindest noch erzählen, dass wir ja viel zu, also eben wie du schon gesagt hast, zu Repräsentation in Lehrmaterialien arbeiten. Beispiele dafür sind auch unsere intersektionale Kinderbuchliste, in der wir quasi Kinderbücher von ab einem Jahr bis ab 9 Jahres Altersempfehlung durchgelesen haben, durchgeschaut haben, die das Bildmaterial untersucht haben, aber eben auch die Beschreibung, weil das ist sozusagen, also wenn über Körper geredet wird, hab ich auf den Eindruck, kann man so beobachten, es geht ganz viel um Bild und um Bildsprache, aber tatsächlich nehmen wir Körper ja nicht nur dadurch wahr, dass wir sie sehen, sondern auch darüber, wie sie beschrieben werden, also welche Begriffe benutzt werden, was eventuell auch ertastbar, fühlbar ist. Wir stellen uns ja auch selber dar über unsere Körper. Also wir gestalten unseren Körper, manche Sachen. Wollen wir auch, dass gelesen werden und wollen wir dann auch, dass sie richtig interpretiert werden? Andere Sachen stellen wir überhaupt nicht dar und werden aber gesehen und wieder andere Sachen stellen wir dar und werden aber völlig falsch gesehen und völlig falsch interpretiert. Und das sind sozusagen, wenn es uns dann um Repräsentation geht, natürlich auch Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Also nicht nur wird eine Person abgebildet, sondern wird in der Art, wie sie abgebildet und beschrieben wird, auch klar, wer diese Person sein soll und wer diese Person vielleicht auch sein wollen würde, wenn sie eine reale Person wäre in diesen fiktiven Bildern. Wisst ihr ungefähr, was ich meine? Genau. Dann. Das ist kompliziert, weil dann immer die Repräsentation noch da drin ist, in der Beschreibung dann auch. Aber die Fantasie ist ja auch da. Wir wissen ja eigentlich, was die Leute fantasieren, wenn sie bestimmte Dinge lesen, oder? Genau, und das müssen sie aber ja tun. Also wir arbeiten ja immer mit unserer Imagination dabei, weil ich gehe ja nicht auf eine Person zu und frage sie jedes Detail, ob das jetzt tatsächlich viele Dinge sollte ich fragen, ob das jetzt das Pronomen ist, das die Person benutzt oder die Sprache, auf der sich die Person mit mir unterhalten möchte oder ob sich die Person überhaupt mit mir unterhalten möchte. Das sind ja alles, aber eben auch vieles davon sind Fragen, die aber auch nonverbal beantwortet werden. Also ich möchte ja was damit sagen, dass ich mir die Nägel lackiere, aber vielleicht möchte ich auch nichts damit sagen. Und vielleicht denken alle nur, ich möchte irgendwas damit sagen. Mhm. Und eigentlich ist das gar nicht so. Mhm. Aber das sind sozusagen diese Aushandlungsprozesse, wo man dann lernen muss, einen respektvollen Umgang zu finden und sozusagen die Rechte, die diese Personen haben sollten, gleichermaßen zuzugestehen, egal wie sie sich selbst repräsentieren und wie sie repräsentiert werden möchten.
Es gibt ja eigentlich zwei Ebenen, die auch, ja, die angesprochen worden sind, aber nicht explizit gemacht worden sind. Die eine sind ja sozusagen die Adressatinnen der Bildung und dass man mit den Adressatinnen auch respektvoll umgeht, dass man Räume öffnet, dass man vielleicht bei den Lehrmaterialien oder auch in den Ausstellungen schaut, wie wird das präsentiert, was wird präsentiert und so weiter. Und das andere, was ich finde auch interessant ist, wo viel weniger darüber geredet wird, ist über die Position der Lehrenden. Und weil das wird immer in der Fantasie als eine Position der Macht gesehen, das ändert sich aber recht schnell, wenn diejenigen, die lehren, eben in nicht, aus nicht privilegierten Gruppen kommen. Weil dann kann sich das auch sehr, sehr schnell drehen. Und bei euch ist es ja besonders markant, weil ihr im Grunde genommen das ja auch einsetzt. Also wenn ihr sagt, wir arbeiten, in unserem Team arbeiten nur Leute, die aus diskriminierten Gruppen kommen. Und dann hat man ja auch die Erfahrung, weil das mit dem Lehrer ist ja eigentlich eine schöne Erfahrung in dem Sinne, weil man ihn belehren kann. Und er auch versucht, geht da ein bisschen daneben, aber er versucht, gibt sich Mühe sozusagen. Aber es gibt ja auch die Situation, wo man als Lehrende dann belehrt wird, weil diese Position nicht akzeptiert wird. Die wird einem ja dann entzogen, sozusagen. Wie geht ihr damit um? Weil ich nehme an, das kommt dauernd auch vor. Also wir haben natürlich im Laufe der Jahre, also ich gehöre zu den Menschen, die geliebt werden wollen. Ich sage es ganz eindeutig, die damit ein Problem haben, wenn ich merke, jemand mag mich nicht. Das habe ich ganz schnell abgelegt bei den Workshops, die ich gegeben habe. Ich dachte so, nee. Ich will gar nicht gemocht werden von denen, nicht allen. Es ist schon so, dass viele Lehrkräfte nach Workshops, also wenn ich sie mit weißen Leuten aus unserem Team gebe, zum Beispiel explizit zu mir kommen und sagen, weil sie merken, dass ich verdammte 16 Jahre Berufserfahrung habe, aber dann zu mir sagen, wahnsinnig, wie viel Wissen du hast irgendwie, weil sie es mir... Also man denkt ja, es ist ja voll das schöne Kompliment. Das sagen sie aber meinen weißen KollegInnen nicht, die eigentlich genau den gleichen Scheiß labern wie ich die ganze Zeit. So. Weil man mit mir da klar machen möchte, von dir hätte ich das nicht erwartet. So. Wir haben Strategien entwickelt, wie wir so Sachen umkehren die ganze Zeit. Also wenn Leute anfangen von, ja, auch deutsche, weiße deutsche Menschen machen Rassismuserfahrungen, wie wir damit umgehen. Also in Deutschland, wie wir damit dann umgehen oder wo kommen wir dann dahin, wenn jetzt alle irgendwie 300 Geschlechter haben, das können wir alles umkehren. Also ich habe da persönliche Strategien, ich arbeite mit dem Konzept der, kann ich das positiv ausdrücken, Manipulation. Das war nicht so positiv, aber ich weiß nicht, wie ich das hätte besser ausdrücken können. Also so dieses... Also gehen wir mal davon aus, du bist so eine Lehrkraft, dieses, ich weiß, du meinst das nicht so. Das, was du gerade gesagt hast, ist rassistisch. Ich weiß, du meinst das nicht so. Und dann einfach weiter mit den anderen zu reden. Also diesen Leuten nicht zu viel Raum zu geben, weil da sitzen meistens 20 Leute in unseren Workshops und 15 haben voll Bock drauf, was wir da machen. Weil die haben ja diesen Beruf erwählt, weil sie Kinder mögen, in der Regel. Und weil sie glauben, es besser zu machen als andere. So, das ist ja... Also deswegen wollte ich Pädagogin werden, weil ich Kinder mag und dachte, ich kann es besser. So, und diese 15 will ich erreichen. Und die anderen 5, also wir checken das sofort in den ersten 5 Minuten schon bei der Kennenlernrunde, wie wir die abschotten, denen nicht so viel Raum eingeben, weil ein Negativkommentar überdeckt 3 positive. Das ist, also da müsst ihr auch, wenn ihr mal so Feedbackrunden macht, nehmt immer bitte zuerst die Leute, wo ihr wisst, die werden nur Positives sagen. Weil dann kommen eher positive Sachen. Nimmt nie die, die jetzt nur, weil sie neben euch sitzen, wo ihr wisst, der sagt was Negatives. Also, und ich habe sehr viel Humor, ich gehe mit ganz viel Humor an die Sache ran. Aber im Team haben wir, also wir bieten so eine Art Pädagogik an, wo du gar nicht sagen kannst, das will ich nicht, das verstehe ich nicht. So, oder... Und wenn du eine bestimmte Partei wählst, dann hast du auch nichts in unserem Workshop verloren. Das machen wir auch klar. So. Also wenn du mit dieser Meinung hier bist, dann bist du nicht hier, um deine Meinung zu ändern, sondern du bist da, um deine Meinung zu äußern. Aber ich bin da,
um dir was zu vermitteln. So. Konzept rauswerfen kennt ihr, das kann man auch anwenden. Dann möchte ich bitte das, ja, das so. Gehen, das kann man auch machen. Also wir haben ja eine Machtfunktion. Das aber ist das, der Vorteil, den du hast als Workshop-Leiterin. Das kann ich genau. Als Dozentin zum Beispiel nicht. Aber na, ich bin ja auch Dozentin. Aber das, da habe ich das auch getan, durchaus. Und dann aber dieses, geh mal kurz raus, wir klären das nachher. Da kann man ja auch nochmal pädagogisch rangehen. Mhm. Also ich habe ja auch Lehraufträge oder so. Aber in der Regel nehmen Leute irgendwann, also ich kann nur von mir sprechen, mich schon ernst. So und ich mache auch klar, es geht hier nicht um eure Meinung, es geht um mein Konzept, was ich euch vermittle. Was ihr damit anfangt, ist eure Sache. So. Mhm. Ich meine, bei Physikunterricht stellt sich ja auch niemand hin und sagt, ich habe, also man hört man sich das ja an, zieht sich das rein und da stellt man erstmal nichts in Frage. So, warum wird das bei politischen Themen immer so heftig diskutiert? Also wir sind schon sehr selbstbewusst dort geworden oder machen halt Witze über die, während sie da sind. Ja, und ich denke, das sind gerade in so Hackordnungsspielchen auch immer irgendwie ganz gut, es sich bewusst zu machen, dass man jetzt aber gerade hier ist als die Person, die tatsächlich beauftragt wurde von der Gruppe selbst in der Regel. Also wir arbeiten ja relativ wenig mit verpflichteten oder gezwungenen Gruppen. Das kam auch schon vor, aber in der Regel sind das, basiert das auf Freiwilligkeit. Und wenn dann eine Person der Meinung ist, sie muss sich beispielsweise nichts sagen lassen von einer Person, die nur halb so groß ist wie sie, dann kann ich auch sagen, ja okay, musst du auch nicht. Aber Tatsache ist trotzdem, dass ich hier bezahlt werde, dir jetzt hier was zu erzählen und du wirst nicht dafür bezahlt, mir irgendwas zu erzählen. Also kann man, ja, kann man sich dann fragen, was man dann damit bezwecken möchte. Wegen mir können auch gerne TeilnehmerInnen unbezahlt in ihrem eigenen Workshop arbeiten. Das ist nicht mein Problem und ich bin auch nicht da, um irgendwie die Welt zu retten. Aber das sind natürlich auch Sachen, das sagt man sich vorher, das sagt man sich hinterher, das sagt man sich gegenseitig im Team und dann kommt man irgendwie damit zurecht und in der Situation selber ist einem aber trotzdem natürlich auch klar, das ist jetzt auch gerade ein persönlicher Angriff und das funktioniert auch nur, weil es gerade in Workshop-Setting ist und weil es nicht der Busfahrer ist, der gerade so mit mir umgegangen ist, weil wenn es der Busfahrer ist und ich eigentlich gerade was von dem will, dann ist das eine ganz andere Situation mit einer ganz anderen Auswirkung. Na, ich habe das schon noch gesagt wegen dem Dozentin sein, weil eigentlich geht es nicht. Weil ich habe schon auch mit Kolleginnen gesprochen, wo Leute waren, die auch bei der NPD waren. Und zwar auch, es war, alle wussten es, als ein Kandidat auch gewesen. Und das geht nicht, dass man diese Person aus dem Seminar rausschmeißt, sondern erst, wenn diese Person praktisch wagt, etwas zu sagen, was dann praktisch strafrechtlich verfolgt werden kann, dann kann man das tun. Und warum ich das nochmal erwähnt habe, ist, weil genau das, was ihr auch sagt, ist, was ein wichtiger Bestandteil ist, aber auch kritisch ist, ist, man muss so auch was aushalten können. Ja. Und das ist ja, und das muss man tatsächlich körperlich aushalten. Das ist ein wirklicher Stress, auch körperlicher Stress, was je nachdem eben, wie sich man, welche Position man auch einnimmt, dann auch aushalten muss. Also ich kenne das auch von Vorträgen oder so. Dass Leute können einen schon auch ordentlich angreifen. Und wenn Leute sagen, wie machst du das, dann denke ich, muss irgendwie tough werden. Aber das sagt ja was aus. Und weil andere haben ja diese Erfahrung gar nicht. Ja? Und dann auch Lehrerinnen zum Beispiel auch, wenn die auch aus praktisch auch markiert sind, sozial, dass es sichtbar ist, dass sie aus marginalisierten Gruppen kommen, die können auch nicht die Kinder, wenn sie richtig Sprüche sagen, dann gehst du jetzt raus, du kommst nie wieder in den Unterricht. Das geht nicht. Das heißt, was machen die damit? Ich habe einmal in einem... es war so eine Empowerment-Gruppe aus der Uni Bielefeld. Die meisten jungen Studierenden haben selber ein Kopftuch getragen und dann waren zwei schwarze Studierende auch da und die haben mir Geschichten erzählt. Ich musste irgendwann mal lachen, weil ich dachte, ich glaube das jetzt nicht, dass in einem Universitätsbetrieb sowas möglich ist. Ich gebe schon ein Beispiel, da habe ich gedacht, ich musste dann auch lachen, weil das war eine Einführung in die Migrationspädagogik.
Einführung in die Migrationsbildung. Und die, dann haben sich Gruppen gebildet, Kleingruppen sollten sich bilden, haben sich Kleingruppen gebildet. Und dann haben sich einige Freundinnen, also meistens tun sich dann die Freundinnen zusammen, eine Gruppe gebildet. Und in einer Gruppe waren zufälligerweise eben, oder eben nicht zufällig, vier Studentinnen, die alle Kopftuch getragen haben. Und da ist die Dozentin Einführung in die Migrationspädagogik hingegangen und gesagt, warum müsst ihr Türkinnen immer zusammenhängen? Ja, super. Das ist, da musste ich lachen, weil ich dachte, das ist das Ziel völlig verfehlt. Hat sie gerade erklärt, wie man Migrationspädagogik nicht macht? Und, aber dann haben sie mich gefragt, weil war das so, als, was sollen wir da machen? Das fällt mir nichts ein, außer Toughen Up. Ja? Man muss dann wahrscheinlich, wie du das auch oder beide sagte, man muss Humor entwickeln. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, da auch zu agieren. Aber ich glaube, es braucht auch Räume des Self-Cares, oder? Und die werdet ihr wahrscheinlich auch dasselbe haben, um darüber auch zu sprechen und zu gucken, was machen wir damit. Ne? Das, ja. Ich glaube, ich würde dazu nur gerne ergänzen wollen, dass das eigentlich auch ein gesundheitspolitisches Problem ist. Also die Anerkennung von Stress als gesundheitsgefährdend, die Anerkennung von auch körperlichen Folgen durch solchen psychischen Stress als Grund, nicht mehr arbeiten zu können. Also das ist immer so ein, ich weiß nicht, polemisch sagen wir manchmal, Burnout haben nur weiße Menschen. Das stimmt natürlich nicht. Trotzdem, wenn man sich anschaut, wer sind die Menschen, die sich zugestehen, dass Stress und gerade so psychische Belastung auch Gesundheitsrisiken mit sich bringt und wer sind die Menschen, die sagen, naja, habe ich halt Rückenschmerzen, dann werfe ich halt eine Pille ein und dann gehe ich wieder zur Arbeit, weil Rücken ist halt Rücken, kann man nichts machen, obwohl es vielleicht tatsächlich gar nicht der Rücken ist, sondern der Stress der alltäglichen Diskriminierung, der man nicht ausweichen kann, weil man genau in solchen, wie von dir beschriebenen Situationen steckt, ja. Also. Aber ganz kurz, wir sind in einer sehr privilegierten Position, was Aufträge angeht, weil wir haben eine Grundförderung durch die Senatsverwaltung und wenn eine Anfrage schon sehr schwierig ist und wir gerade aber echt viel zu tun haben, dann nehmen wir die halt nicht an. So, also wir filtern da auch schon oder wenn das Erstgespräch äußerst schwierig ist, wir aber denken, es ist wichtig, dort trotzdem reinzugehen, überlegen halt so, wer ist gerade tatsächlich fit genug, diesen Prozess durchzumachen. Also wir machen nämlich auch Prozessbegleitung und Organisationsentwicklung in Schulen und sozialen Einrichtungen. Das ist ja nochmal ein längerer Prozess, da musst du erstmal ganz, ganz viel aushalten. Aber so in Gruppensettings, wo sie uns noch nicht kennen, in Workshops, halt so Ein-Tages-Workshops, arbeiten wir auch mit dem Konzept der Selbstregulation. Also so eine Erzieherin hat zum Beispiel mal erzählt, also es war so eine, die die also so Colorblindness hatte, also die halt gesagt hat, ich sehe die Unterschiede zwischen Menschen nicht, ob schwarz, weiß, gelb, braun, egal, alle gleich. So, okay, denkst du, das hörst du ja schon beim Einstieg, so cool. Sie denkt, sie ist weltoffen, schön, kann man mitarbeiten. Aber später dann das Beispiel reingibt, ich hatte ein einziges schwarzes Kind in der Gruppe und die ganzen Kinder haben Schoko, Schoko gesagt. Und dann habe ich gesagt, liebe Kinder, jetzt gucken wir mal, ob der nach Schoko schmeckt. Und dann haben wir uns alle um ihn herumgestellt und alle ihn einmal abgeleckt. Das erzählt sie. Da ist mir natürlich schon, also da bin ich kurz raus oder körperlich, mein Geist war kurz draußen, also am Schreien. Ich habe ja dann auch so Fantasien, Gewaltfantasien vor allem. Aber wir haben halt direkt dieses Beispiel, was sie gegeben hat, also professionell, so, was sagen denn die anderen dazu? Wie finden die das pädagogisch, ihre Technik? Wie ist sie mit Vielfalt in der Gruppe umgegangen? Und dann wurde sie fertig gemacht, musste ich gar nicht machen oder irgendjemand anderes. Also sie wurde fertig gemacht, du kannst das doch, ist ekelhaft, du kannst doch nicht jemanden ablecken, das kann man doch anders erklären und bla bla bla. Also sie wurde von ihren KollegInnen fertig gemacht dafür. Also das ist eine Selbstregulation, mit denen, also wo man Fragen einfach zurückgeben kann oder sagen kann, was denkst du denn, was die Kinder jetzt daraus gelernt haben, dass man schwarze Menschen ablecken kann? Ist es das, was du denen beibringen wolltest, so? Und, also, und da auch über Körpergrenzen immer zu sprechen. Also nicht jeden machen wir fertig. Manchen Leuten müssen auch Sachen erklärt werden. Mhm. Es ist nicht immer leicht,
Also vor allem, wenn wir persönlich angegriffen werden oder so Beispiele hören, wie sie mit unseren Kids umgehen oder mit irgendwelchen Kids umgehen. Das ist nicht leicht, sowas zu hören, aber wir haben halt Supervision, wir haben Intervision, wir haben da so diese ganze soziale Arbeitsbandbreite auch bei uns reingeholt, die man da so machen kann. Mhm. Und wir sind halt ein sehr humorvolles Team, deswegen, also tatsächlich alle, einige sitzen auch hier, So. Humor ist schon auch wichtig, glaube ich auch. Aber spielt Humor bei dir auch eine Rolle bei deiner Arbeit? Das fällt mir. In den Interviews, von denen ich vorhin beschrieben habe, den exemplarischen Interviews, Gila hat ja teilnehmende Beobachtungen gemacht in der Kunstvermittlung auf der Documenta 14. In meinen Interviews, die ich gemacht habe, habe ich festgestellt, dass in diesen Situationen, die ich vorhin beschrieben habe, dass die Kunstvermittlerin in einem Raum, wo sie eigentlich über Rassismus sprechen, weil die Arbeit das verhandelt und sie das nochmal mit dem Publikum sozusagen verhandeln wollen, ihnen selbst sozusagen, sie selbst eine Erfahrung machen müssen, die vom Publikum ausgeht und die sie sozusagen rassifiziert. Und in diesen Momenten habe ich bemerkt in den Interviews, dass sie sehr intelligente Strategien nutzen oder Taktiken benutzen, die ich dann genannt habe, das ist nicht mein Einfall, sondern eine großartige Denkerin, nämlich eine affirmative Sabotage. Und diese affirmative Sabotage finde ich sehr interessant. Das kann Humor sein zum Beispiel, aber es ist so eine Form, etwas zu bejahen und den Raum dann aufzumachen, um ein anderes Wissen reinzusetzen. Und das finde ich als Strategie oder eine Taktik eher, Strategie hört sich so festgeschrieben an, ich glaube, das sind eher Taktiken, die sind lebendiger, die verändern sich auch. Und in der Migrationsgeschichte gibt es ganz viele solcher subversiven Affirmationen oder affirmative Sabotagen. Zum Beispiel weiß ich aus der Gastarbeiteranwerbung, dass es ja immer Pipi-Kontrollen auch gab, damit gesunde Körper nach Deutschland kommen als Arbeitskräfte. Und es gab zum Beispiel auch den Trick, dass jemand, der schon den Bescheid bekommen hat, dass sein Pipi auch gesund ist, der dann hinten sozusagen Pipi weitergegeben hat, sodass alle durchkommen. Und solche Taktiken finde ich ganz interessant und auch bei der Kunstvermittlung in solchen Situationen gibt es unterschiedliche Taktiken, die genutzt werden. Aber Gila hat ja dazu auch, wir streiten manchmal oder diskutieren darüber, ob es eine Sabotage ist oder eine Bitte. Also ich meine, dass eigentlich beide Begriffe ich zuerst von dir gehört habe und der zweite Begriff wäre die affirmative Subversion. Und vielleicht kann ich das einfach noch dazu ergänzen, weil Aisha hat das in Interviews festgestellt und wir haben halt auch mal Mikro ein bisschen näher, man hört nichts. Okay, Entschuldigung. Also affirmative Subversion und wir haben, also während Aisha Interviews geführt hat, habe ich eben auch teilnehmende Beobachtungen davon die Protokolle lesen und in denen ist es ganz deutlich, weil manchmal sich dann auch die teilnehmenden BeobachterInnen dann auch eben wirklich sich an Dialoge erinnern konnten und da ist es eben ganz häufig so gewesen, dass die KunstvermittlerInnen sie haben gesagt, ja, ja, wenn so etwas kam und haben genickt und teilweise sich auch wirklich körperlich den Personen zugewandt, die Sachen gesagt haben, die ich jetzt mal als nicht in Ordnung bezeichnen würde, um nicht, ja, zumindest das, und die dann in einem nächsten Schritt weitergefahren sind in ihrem Programm, also die weiter gesagt haben, genau wie sie gesagt haben und dann genau das Gegenteil gesagt haben, um das ganz deutlich eben affirmierend und mit einer teilweise unfassbaren Freundlichkeit und Zugewandtheit, die eben den Protokollantinnen sehr deutlich eingegangen sind und das wurde dann im Interview auch nochmal abgefragt und da wurde ganz deutlich, dass diese Taktik, wie du sie nennst, eben keine Strategie ist, die reflektiert wurde, sondern tatsächlich etwas war, von dem die Kunstvermittlerinnen hinterher gesagt haben, ach echt, habe ich das so gemacht? Und aber in dem Moment ist ganz, also auf die Protokollantin ist ganz stark so gewirkt hat, als hätten sie sich jetzt entschieden, das zu machen, weil da eben auch, und jetzt merke ich auch, möchte ich es eigentlich am liebsten vorführen, weil es wirklich so eine Form gab, dass
Zuwendens, die einerseits ein Zuwenden war, aber gleichzeitig eben auch ein, wie soll man sagen, also ein Moment, ja, also ja, ein Wegschieben oder ein, ja, wie soll man sagen, ein Moment, in dem auch klar wird, ja, ich habe dich jetzt gehört, so ich komme jetzt auf dich zu und jetzt gehen wir weiter. Und also da gibt es so einen Moment, der sehr stark auch ist und der insbesondere auch von, also wir haben eben sehr viele Kunstvermittlerinnen, also Frauen beobachtet und insbesondere eben auch von, ja, von Frauen, die eher jetzt körperlich nicht so total, wie soll man sagen, so, ja, einfach die teilweise da einfach große Menschen vor sich hergeschoben haben, so, um mal ein Bild zu geben. Ich habe eigentlich gar nichts mehr dazu zu sagen, oder? Oder habt ihr Fragen dazu? Genau. Ja, wir können auch den Raum jetzt auch öffnen und wenn es Fragen oder Kommentare aus dem Publikum gibt, dann wären wir auch dankbar. Es gibt hier auch ein Mikrofon, was wir durchgeben können. Gibt es Fragen oder Kommentare zu dem bisher Gehörten? Ich reiche gerne das Mikrofon. Ja, sie ist da, kann das machen. Sollen wir das sagen mit den Stühlen? Das, nee, da hat sich nur jemand geregelt. Wir beißen nicht. Ah, da ist jemand. Hallo, ich bin auch Kunstvermittlerin und Bildnerin und deshalb mich interessiert das total, diese affirmative Sabotage. Habt ihr da vielleicht ein Beispiel? Weil ich finde, das ist eine super Strategie. Also es klingt spannend, gerade im täglichen Berufsleben, glaube ich, ist es immer angebracht. Vielleicht fällt euch ja eins ein. Ja, natürlich. Es gibt die Bände Kunstvermittlung 1 und 2. Wir können uns gleich auch verabreden, dann kriegst du die PDFs auch gerne. Da gibt es ein Beispiel von einem Kunstvermittler auf der Dokumenta 12, was sehr auch in die Richtung geht, weil in seinen Führungen damals oder Kunstvermittlungssituation wurde ja auch oft angesprochen, woher er denn käme. Und er hat sich jedes Mal eine neue Bio gebaut, für jedes Mal. Und die funktionierten immer alle, was sehr interessant war. Ich kann die jetzt nicht genau wiedergeben. Vielleicht kannst du das, Gilla, weißt du das noch, was er alles war? Ja, also ich kann zumindest an einem Beispiel, also Hansel Sato heißt der und das ist in dem Band Kunst, ja, ist der, ne? Ja. Im Band Kunstvermittlung 1 und ich weiß leider nicht mehr, ich meine, dass er sich als jemand aus Peru ausgegeben hat und der hatte irgendwie eine Halskette, die offensichtlich mehrfach gelesen werden konnte. Und dann gab es eben eine Arbeit, die in irgendeiner Art und Weise etwas mit Lateinamerika zu tun haben musste. Und die BesucherInnen haben ihm hinterher das Feedback gegeben, dass sie es halt so toll fanden, dass er das so toll erklärt hat, weil er sich wirklich damit auskennt. Und man sieht das auch an der Halskette. Also solche Sachen. Und er hat aber bestimmte Sachen immer gleich gelassen und bestimmte Sachen eben auch verändert. Und man kann es ganz gut nachlesen, weil er es im Selbstversuch hat. Und es gibt an diesem Buch auch eine DVD angehängt, an dem die KunstvermittlerInnen eben teilweise auch zeigen, wie sie sprechen vor diesen einzelnen Arbeiten. Und da kann man auch sehr schön sehen, wie sie diese Gesten sozusagen herstellen, teilweise auch, also wie sie über die Sachen sprechen und wie sie sich dabei auch zeigen und bewegen. Ich glaube, Hansel Sato ist Peruaner, aber... Ja, genau, aber nicht nur. Er hatte 5 verschiedene Bios sich gebaut und die überlegt und die wirklich je nach Situation immer eingesetzt. Ja, das funktioniert ja dann auch alles. Okay, ich muss vielleicht noch dazu sagen, dass ich mich ein bisschen mit der affirmativen Sabotage auskenne und so wie Spivak sie benutzt, und das kann man ja ändern, man kann das ja nehmen als Begriff und damit was anderes machen, aber ihre Idee, und das finde ich schon auch spannend, ist eine etwas andere, weil sie nutzt affirmative Sabotage sowieso nur im Umgang mit Texten, weil sie Literaturwissenschaftlerin ist, das kann man sehen, ob man das weiter überträgt, aber da meint sie eigentlich tatsächlich bestimmte Theorien auch erstmal anzunehmen
wirklich anzunehmen und zu sagen, dass da ist auch was dahinter, was auch spannend ist, zum Beispiel viele Texte der Aufklärung, und sie dann aber, wie sie immer sagt, turn it around. Und dann dreh es dann praktisch gegen sie. Also und das ist was anderes, als so freundlich zu bleiben und es eigentlich nicht freundlich zu meinen oder so. Oder praktisch, das ist eher so was, was die Beispiele auch die Tuba genannt hatte, dass man dann sagt, ich führe die so ein bisschen hinters Licht, ich mache was und sie kriegen das nicht so richtig mit. Aber das ist keine, für mich ist es keine affirmative Sabotage. Es ist subversiv. Es hat was Subversives und es ist aber auch etwas, was ich könnte, also das mich für verwetten, jede Migrantin kennt in Deutschland, weil sie das, weil das eine wirkliche Überlebensstrategie absolut ist. Ja, es gibt so eine ganz tolle von Imka Keimen, hieß es, eine Sprachwissenschaftlerin, die hat sich so interessiert für diese hybriden Sprachformen in der Migrationsgesellschaft. Und dann hat sie Schülerinnen interviewt. Und dann gab es eine Schülerin, die hat dann gesagt, ich nicht spreche Deutsch, ich Putzfrau. Und dann hat sie das so protokolliert und dann wurde das so analysiert. Und später ist sie nochmal in die Gruppe reingegangen und hat dann gemerkt, die Frau hat gerade Abitur gemacht und studiert jetzt. Ne? Also sie ist verarscht worden. Und das ist aber dann so analysiert worden. Ja, also und das war für mich etwas, was ich dann auch genutzt habe und diese Figur mir mal genauer angeguckt, um zu sehen, wie häufig die vorkommt. Und die, aber ich finde eben, im Alltag ist das etwas, aber wenn wir das professionell einsetzen, ist es tricky auch. Das ist wirklich auch nicht so einfach. Ich stimme voll zu. Ich glaube auch, dass das aus einer bestimmten Erfahrung kommt, aus einer bestimmten Situation oder aus einem bestimmten Situiertheit, aber ich wehre mich auch gleichzeitig dagegen zu sagen, Spivak hat das auf der Ebene der Theoriebildung oder Theorie gesagt, sondern ich glaube schon, dass man genau das ja auch verbinden kann. Ich weigere mich sozusagen, bestimmte Kategorien fein voneinander säuberlich zu trennen, zu sagen, das eine ist Theorie, das andere ist die Praxis. Meine Intention ist ja genau das zu verbinden und deshalb finde ich das wichtig, sich solche Begriffe von Spivak, wie zum Beispiel die affirmative Sabotage, anzuschauen und zu schauen, wie kann man den eigentlich auch in der Praxis finden. Und das ist so ein Versuch, diese Subversion oder affirmative Subversion genau mit, genau das so zu denken. Also so, ja, das wollte ich nur sagen. Ja, aber ich finde, was ich immer problematisch daran finde, ist zu sagen, es gibt praktisch, weil ein Konzept entsteht im Kontext einer Überlegung. Also, und sie hat sich mit bestimmten Dingen beschäftigt und im Laufe dieser Überlegungen hat sie praktisch das Konzept. Und dann kann man sagen, ich nehme dieses Konzept, aber ich mache was anderes daraus und vielleicht wäre es dann auch geschickter, das auch anders zu benennen, oder? Weil zum Beispiel affirmative Subversion wäre auch was anderes. Sie würde nie Subversion sagen, sie würde immer Sabotage sagen. Und ich sage auch, warum? Weil Sabotage nämlich ein Akt ist, in dem nicht etwas, also der wird nicht praktisch hinters Licht geführt oder so, sondern da kommt etwas zum Stillstand. Ja? Die Sabotage ist wirklich dieser Akt, wo Arbeiterinnen den Sabot, ne, das ist dieser Holzschuh, in die Maschinen reingeworfen haben, die sind zum Stillstand gekommen. Die Idee aber war, dass diese Maschinen nicht zerstört werden, sondern dass ein Stopp kommt und das ist dann praktisch wie so ein Streik, es muss alles erstmal stoppen und dann kann man verhandeln. Das ist das, was die Sabotage ist. Und das ist was anderes als das, würde ich sagen, was ich höre aus euren Beispielen. Ich würde auch nicht sagen, das ist dann Theorie und Praxis und so, weil das ja auch eine Praxis ist, mit Texten auch so umzugehen. Und das ist ziemlich radikal, das ist eine radikale Intervention, zu sagen, ich nehme das jetzt mal an, ich appropriiere das. Also wenn eine postkoloniale Denkerin, die aus einem ehemals kolonialisierten Land kommt und sagt, ich eigne mir die Texte an und nutze die jetzt gegen euch. Das ist stark, das ist stark. Aber das ist was, also von dem, wie sich das für mich anhört, das ist eine andere Praxis als das, was du beschreibst. Da würde ich sagen, so Subversive, das ist da drin. Ja, weil du hattest so Manipulation gesagt, das klingt dann so negativ, aber das ist eigentlich auch Subversion. Das aber ich habe Spivak nie gelesen, weil ich jedes fünfte Wort nachschlagen musste. Mhm. Aus einer Anti, I don't know,
Ich bin halt, nicht, dass ich nicht studiert habe, aber wir versuchen halt zugänglich zu bleiben bei unserer Arbeit. Also ich würde Manipulation benutze ich für mich, nicht für mein ganzes Team. Ich arbeite damit. Aber das sind klassische Widerstandsstrategien oder Empowerment-Strategien, über die wir sprechen. Da kann man das subversiv nennen oder Sabotage nennen oder sonst was. Ich finde, Sabotage klingt auch negativ, weil du wehrst dich dagegen etwas. Und also hat das auch was mit Selbstsabotage zu tun in dem Moment oder nicht? Also so, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe es nicht gelesen, vielleicht heute. Glaube nicht. Aber es sind klassische Widerstandsstrategien, die vor allem Menschen, die Rassismuserfahrungen oder Diskriminierungserfahrungen oder sonst welche Erfahrungen machen, auch haben. Und die, die sie nicht machen in bestimmten Kontexten, diese Widerstandsstrategien eben nicht haben und deswegen eher Burnouts haben oder sonst was. Also das erlebe ich halt auch, wenn wir mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, was die für heftige Widerstandsstrategien haben. Die können mittlerweile filtern. Also sie hören nur das, also sie filtern raus, was denen wehtun könnte, so irgendwie. Sie wissen, die Welt ist viel diverser und können das wegfiltern, wenn sie Lehrmaterial in sich angucken. Und das ist halt eine Pädagogik, die wir anbieten die ganze Zeit. Also wie, du musst nicht, wie ich jetzt oder Ed jetzt extremst, wie heißt das, schlagfertig sein. So. Es gibt auch andere Strategien. Also so eine Bandbreite von Strategien denen zu zeigen, das machen wir halt auch die ganze Zeit in unserer Arbeit. Also wie, wir hatten zum Beispiel mal, ich hatte ein Theaterprojekt, wo ich mitgearbeitet habe und da haben sich die Kinder ausgesucht, über Heimat zu sprechen, aber sie haben nicht über ihre Herkunftsländer gesprochen, sondern über das Gefühl Heimat. Manche fühlen sich bei der besten Freundin zu Hause, manche fühlen sich da und da zu Hause. Und da habe ich denen gesagt, so, das ist ziemlich schwierig, wenn wir das aufführen gleich oder mehrmals, das wurde vor 100 Leuten immer wieder aufgeführt, die werden euch fragen, wo ihr herkommt. So, und an keiner Stelle geht es darum, wo ihr herkommt bei dem Theaterstück. Wie könnt ihr euch denn dagegen wehren? Weil ihr wollt ja genau das nicht erreichen, dass wir über Herkunft sprechen. Dann haben die sich Tröten gekauft. Und jedes Mal, wenn im Raum, also nach der Aufführung, also es war so ein großer Raum wie hier, jemand und die ganzen Kinder sind rumgelaufen, es waren 8 Kinder, nicht Jugendliche, dann haben sie diese Tröte getätigt und alle sind zu dieser Tröte gerannt und haben gesagt, so nicht, wir reden nicht über unsere Herkunft. So, dann hast du nicht aufgepasst, dann musst du morgen nochmal zu unserem Theaterstück kommen. Also so haben sie sich auch ganz schön viel Geld gemacht, aber also das war eine Widerstandsstrategie, worauf die sich geeinigt haben, gemeinsam. Und sie mussten es nicht alleine machen, sondern in der Gruppe. Und ich hoffe, das erreichen wir auch in den Gruppen, Kinder- und Jugendgruppen, mit denen wir arbeiten. Ob das jetzt von Spivak kommt, ursprünglich, keine Ahnung, aber Respekt. Aber das ist, ich meine, man muss ja auch nicht immer alles zurückbinden an irgendeine Theoretikerin. Man muss ja, braucht man ja nicht. Aber eine Sache, glaube ich, die schon wichtig ist, weil ich habe damit begonnen und ich würde das gerne auch nochmal aufnehmen, dass es für mich sehr wichtig ist, dass eben es auch die Möglichkeit, oder ich sage mal ein ganz persönliches Beispiel, ich habe in einem Artikel mal geschrieben zu Klasse und die Rolle von Klasse, Klassenherkunft, ja, Klassenherkunft und auch was das mit Körper und so zu tun hat. Das ist in einem Sonderheft erschienen von einem Journal Kurswechsel. Dann wurde dieses Journal präsentiert und dann sollte ich erzählen, was in meinem Artikel steht. Habe ich gemacht. Und dann hat sich eine gemeldet und hat gesagt, naja, aber das ist ja alles intellektuelles Gelaber und so. Und dann habe ich gedacht, weißt du, mein ganzes Leben lang musste ich mir irgendwie anhören, ja, dass ich bestimmte Dinge nicht verstehe. Und dass ich nicht so reden kann wie ihr. Jetzt rede ich so wie ihr und jetzt werdet ihr mir nicht sagen, du darfst nicht so reden, weil jetzt bist du zu intellektuell. Ist es immer falsch? Ja? Entweder es ist zu doof, zu prollig oder es ist zu intellektuell. Was denn? Das finde ich auch, dass man auch das Recht haben, sich nehmen muss, zu sagen, nö, das habe ich, habe das gelesen und ich kann das erklären. Und dann kann ich das auch so erklären, dass man es vermitteln kann. Das ist der Unterschied. Lese ich was und mache daraus praktisch eine private, geheime Geschichte, dass ich nur in Worten rede, wo nur 5 Eingeweihte mich verstehen und dann denken, ich bin klug, wo ich wahrscheinlich noch nicht mal verstanden habe. Oder
nutze ich und sage, was bedeutet das eigentlich für unser Leben? Was bedeutet das auch für so, also wie wir leben, wie wir auch vielleicht wahrnehmen, Körper wahrnehmen und so weiter. Und das finde ich dann spannend, und das, weil ich glaube, es gibt immer die Gefahr, dass wir auch in der Kunst- und Kulturarbeit zu schnell in dieses hingehen, das ist mir zu theoretisch, weil das dann sehr, sehr schnell zum Anti-Intellektualismus wird, und das ist gefährlich. Wir müssen das auch vermitteln, weil auch wenn wir zum Beispiel über Intersektionalität sprechen, sagen auch einige, keine Ahnung, was ist das, habe ich noch nie gehört, was ist das denn für ein komisches Wort. Die Aufgabe ist dann tatsächlich hinzugehen, wie vermitteln wir das, wie können wir das praktisch sagen, ziemlich klar, das hat was mit dir zu tun, das hat was mit dem Kontext, in dem wir leben, zu tun, wie wir wahrnehmen und so weiter. Und dann nehme ich noch einen Begriff, den Spivak auch immer benutzt, wenn ich schon mal dabei bin, kann ich das auch mal zeigen. Das ist die Katakrese oder Bildstörung. Und ich glaube, das ist zum Beispiel eine Sache, die ich total wichtig finde, dass wenn ihr zwei zum Beispiel ein Seminar anbietet, ist das erstmal eine Bildstörung. Du hast es genannt, du hast gesagt, die denken dann halt, ich so, ah, ist schön, die haben ja echt Wissen und so, ja. Das wird Ed genauso passieren, da wird man sich schon wundern, dass er, der kann sprechen, krass, ne? So. Also, und das sind diese Bildstörungen, und ich glaube, dass Bildstörungen, und die sind immer gebunden an den Körper, weil es ein Bild ist von einem selbst, und wie diese Bildstörung tatsächlich häufig der erste Anlass zum Lernen ist. Das finde ich total spannend, und das macht Spivak schon deutlich, wie diese Bildstörungen ganz wichtig sind. Und ihr macht das praktisch sozusagen intuitiv, habt ihr es implementiert in eurer Arbeit. Und bei dir, Aisha, in dem Beispiel war es auch ein wenig so. Also dass wirklich diese Bildstörung, dass diejenigen, die eigentlich zu Opfern gemacht werden, plötzlich diejenigen sind, die Wissen generieren und das eben auch sogar bis hin dann zur Documenta sozusagen schaffen und auch mit diesen Demos auch im Grunde genommen was gemacht haben, was über ein normales sich beklagen, lamentieren hinausgehen, sondern wirklich ein Fordern und Zeigen, wir haben ein Wissen, nur dieses Wissen wird nicht anerkannt. Und das finde ich total spannend. Das ist eine Bildstörung. Weil das ist immer so, dass wenn die Familienangehörigen der Opfer auftauchen, das ist immer so, oh wow, so, was passiert da? Weil das eine Ungewohnheit ist. Und das finde ich total spannend. Und das geht ja relativ schnell, dass man so eine Irritierung dann auch. Also in dem Fall, in den Bildern, die ich gezeigt habe, es gibt noch ein anderes Bild, das habe ich jetzt nicht gezeigt, da wird es auch offensichtlich, dass es sozusagen eine mehrfache Bildstörung ist. Nicht nur, dass sie selbst im Bild sich zeigen, sondern dann im Bild auch noch mit anderen Bildern argumentieren. Und das ist ja nochmal eine doppelte oder mehrfache Bildstörung. Absolut. Also wir haben gerade angezeigt bekommen, dass wir ein bisschen auf die Zeit schauen sollen. Und ich habe die ganze Zeit noch ins Publikum geschaut und ich habe aber keine Frage mehr gesehen. Stimmt das? Darf ich noch ganz kurz, ja? Wenn ich euch schon da habe? Ich schätze ja euer aller Arbeiten wahnsinnig. Und ich würde noch mal zum Schluss gerne zurückkommen auf den Begriff Corpo Literacy als einen Begriff, der ja auch schwammig sein kann, den man auch zu einer Bildstörung umdeuten kann als Corpo-Illiteracy oder etwas dergleichen. Mich interessiert natürlich, und darum geht es ja bei diesen zwei Tagen, wie tragfähig ist so ein Begriff und kann man damit arbeiten? Ich mag es, dass man unter so einem Begriff, unter dem Umbrella-Begriff Corpo-Literacy, eure verschiedenen medienpädagogischen, antirassismuspädagogischen Ansätze sozusagen bündeln kann, dass man aktivistische Positionen mit einbeziehen kann, ohne dass wir zum Beispiel in einer großen, vom Bund geförderten Institution mit den gefährlichen Schlagworten oder als eine große Aufzählung von diesen gefährlichen Schlagworten und Aktivismen auftreten müssen. Und meine Frage ist natürlich, ist das ganz furchtbar feige oder ist es eben eine Strategie, die weitere Kooperationen erlaubt und die es auch erlaubt, einen intersektionellen pädagogischen Ansatz noch weiter auszuführen? Vielen Dank für diese Frage. ich möchte sie gar nicht gleich beantworten. Ich würde gerne wie noch was dazu setzen, wenn es in Ordnung ist. Wir haben als
Panel auch die Frage von euch gestellt bekommen, wie denn eine Utopie dieser Corporate Literacy aussehen würde. Und ich würde vorschlagen, dass wir eine Runde einfach dazu machen und wollte die Utopie an deine Frage noch anhängen. Wollt ihr starten? Also ich kann gleich vorwegnehmen, ich bin noch zu keinem abschließenden Urteil gekommen. Ich kann vielleicht dazu sagen, dass ich auch so jemand bin, der ein Problem mit Fachsprache ganz oft hat. Ich bin auch manchmal nebentätig als Lichttechniker unterwegs und da merke ich das immer wieder, mir fehlen so, also ich kann alles bedienen, ich kann dir alles verkabeln und anschalten, aber ich weiß manchmal nicht, wie die Sachen heißen und das macht die Kommunikation dann manchmal tatsächlich ein bisschen schwierig. Also so unwichtig ist das sicherlich nicht, dass wir jetzt schon darüber reden, ob man so ein Konzept so einführen und dann so nennen sollte oder ob das nicht zu kurz greift. Ich glaube, wenn wir Corporate Literacy tatsächlich als Körperlesekunde übersetzen, dann greift es zu kurz, weil sozusagen Unterdrückung entsteht nicht einfach nur dadurch, dass Körper gelesen werden und dann Vorurteile gebildet werden und dann passiert irgendwas im Zwischenmenschlichen und ich glaube, das kommt sozusagen am Ende nicht aus, ohne weiter über Machtstrukturen zu reden, über Machtkritik, über Herrschaft, über Intersektionalität, über intersektionale Auswirkungen von Unterdrückung, was einfach weiter geht als die Frage nach Körperlesen. Ich glaube aber, dass das als Idee sich damit zu beschäftigen, sich nochmal stärker auf Körper und sozusagen zu konzentrieren, interessant ist. Ich glaube, es gibt aber auch noch was über Körper hinausgeht. Also ich meine auch solche Aspekte wie Sprache, Konzepte, die hinter den Dingen stehen, die wir über Körper ausdrücken, also sowas wie Gender, Geschlechterkonzepte sozusagen bei denen nicht nur der Geschlechtsausdruck diskriminiert wird, sondern die Idee an sich schon, die Idee, wie ich mich verstehe, egal wie ich die jetzt darstelle oder wie die gesehen wird, auch schon Teil dessen ist, woran Unterdrückung festgemacht wird. Glaube ich, greift das zu kurz als Hauptkonzept meinetwegen einer so großen Institution, aber ich verstehe natürlich auch den Balanceakt, in dem man sich da irgendwie befindet zwischen Kunstförderung, Kulturförderung, Bildungsförderung und ich glaube, den Spagat machen wir alle jedes Mal, wenn wir uns überlegen, ob es jetzt Vielfalt oder Diversity oder Diskriminierung heißen soll. Ja, ich lasse das mal so als offenen Kommentar dazu stehen. Ich finde den Begriff sehr geeignet, weil der vieles zulässt, viele Sichtweisen des Körperlesens als eine Form der Politik oder einer Handlung, einer Praxis zulässt. Worüber ich auch stark nachgedacht habe, auch auf dem Weg hierher, was ich eigentlich hier will, sagen will, worüber ich sprechen will, worüber ich mit euch auch nachdenken will, ist zum Beispiel, dass nicht nur Körper lesen, sondern inzwischen Maschinen ja auch Körper werden, die auch die Körper lesen. Und das ist so ein Aspekt, der mich noch weiter auch interessieren würde. Und als Utopie denke ich, dass, wenn ich jetzt aus der Kunstvermittlung sprechen würde, ist natürlich, würde ich sagen, dass eine rassismuskritische Kunstvermittlung zunehmend wichtiger wird oder schon immer wichtig war und weil es auch eine Studie zum Beispiel von Tim Wolfgarten gibt, der eine Fülle von Ausstellungen ab 1973 untersucht hat, so eine Bildsequenzanalysen gemacht hat, ich weiß gar nicht wie viele Ausstellungen und wie viele Bilder, unglaublich viele, aber trotz dieser Fülle von
diesen Bildern, die in den Ausstellungen seit 1973 in den Ausstellungen stattfanden, in denen irgendwie der Aspekt Migration dabei war, ist es doch auffällig, dass trotzdem sozusagen nur bestimmte Bilder dann doch vorkommen über Migration. Und das ist natürlich schon sehr, sehr interessant, wie kann man auch diese Institutionen, die mit dazu beitragen, also Institutionen wie der Museen, aber auch Unis und andere Einrichtungen auch, wie wir die auch zukünftig so verändern, dass, dass eben darin auch was anderes passiert. Dazu noch eine andere Empfehlung, also Tim Wolfgarten, das Buch kann ich sehr empfehlen. Carmen Mörsch hat auch eine Studie oder ihre Diss jetzt veröffentlicht, auch zu dem Thema, wie durch Kunst sozusagen das andere geschaffen werden, hergestellt werden. Das ist, glaube ich, auch sehr spannend. Ja, erstmal finde ich den Begriff fabelhaft, weil er uns hier zusammenbringt und uns dazu bringt, uns hier darüber jetzt über zwei Tage auszutauschen. Und das alleine finde ich schon, ehrlich gesagt, einen ziemlichen Erfolg. Erfolg klingt jetzt schon wieder so politisch, also im Sinne von, es war ein erfolgreiches Wochenende. Aber ich kann sagen, ich bin jetzt irgendwie seit Samstag hier und habe eine Menge Dinge gelernt, unter anderem auch, wie ich mich so schminken kann, dass ich krank aussehe, was ich vorher nicht konnte. Und es hat mich in ein anderes Nachdenken gebracht. Ja, das ist mal ein ganz konkreter Lernerfolg, würde ich sagen. Also Lernziel habe ich, glaube ich, erreicht in dem Workshop. Aber worum es auch geht, ist, ist sozusagen dessen, dass da etwas gefasst wird, was einerseits in der, zumindest in der Pädagogik, immer wieder bedacht wird, nämlich dieser Lernkörper, der eben in eine bestimmte, Lern- und Lehrkörper sozusagen, also dass es da eine Körperlichkeit im Lernen gibt, die ja häufig, wenn man so in Theorien liest, gar nicht so richtig aufkommt oder vorkommt. Und ich habe mich da nochmal damit beschäftigt, wie eigentlich dieser Literacy-Begriff zustande kommt und habe nochmal geschaut, wo es denn eigentlich noch gibt und bin dann nochmal auf die visuelle Kommunikation gekommen. Das ist ein Begriff, der in den 70er, 80er Jahren in der Kunstpädagogik sehr wichtig war und wo es eigentlich, wenn ich das mit heutigen Worten beschreiben würde, um einen emanzipatorischen Medienzugang geht. Und den finde ich deshalb total interessant, weil darüber haben wir jetzt wenig gesprochen, aber es kommt ein bisschen immer wieder auf, dass da, wo Digitalität ist, auch ein Verschieben und ein Shift in dem Wissen oder in der Expertise liegt. Also wenn ich zum Beispiel mit Studierenden oder auch mit SchülerInnen arbeite zu irgendetwas mit neuen Medien, was auch immer neue Medien eigentlich sein sollen, dann habe ich meine Expertise eigentlich in dem Moment schon ein bisschen verwirkt, weil also wenn TikTok bei mir ankommt, dann ist es wahrscheinlich schon so 2017, dass es dass ich einfach nicht mehr weiß, was eigentlich wirklich aktuell ist und oder für die SchülerInnen aktuell ist. Und das finde ich einen total wichtigen Moment, weil sich dadurch eben Expertisen verschieben und etwas sich verschieben kann, was vielleicht vorher noch, vielleicht vorher sich nicht so leicht verschieben lässt, insbesondere wenn man so einen Kompetenzbegriff zugrunde legt. Was ich bei diesem Literacy-Begriff weiterhin noch total wichtig finde zu benennen, ist, dass es um Produktion und Reflexion geht. Und ich hatte den Eindruck, dass das jetzt an diesem Wochenende hier auch stattfinden konnte. Also wir haben hier produziert und ich habe eigentlich, glaube ich, jetzt nur ein Panel erlebt, in dem tatsächlich alle Körper einfach gesessen sind. Und ich gebe zu, wir hatten eigentlich auch noch kurz überlegt, ob wir mit euch auch aufstehen und was umbauen, haben es jetzt nicht gemacht, müsst ihr euch jetzt vorstellen, dass wir von den Rändern her diesen Raum umbauen, aber es ist schon so, dass sich ja dadurch, wie soll man sagen, also dadurch, wenn man sich das nochmal zusammen überlegt, da gibt es diese Literacy, die eben sich in diesen beiden Feldern zeigt, also im Machen und im darüber nachdenken, dann finde ich das extrem interessant und wichtig und darüber hinaus auch die dessen, was da sichtbar wird, also die Körperlichkeit zum Beispiel des Denkens sichtbar machen, was ich sehr stark bei einem der ersten Performances oder Lecture-Performances am Samstag wahrgenommen habe, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das hilfreich sein kann, um Lernprozesse auch nochmal anders zu reflektieren. Puh, das war jetzt viel, sorry, aber danke. Musste raus.
Ja, ich glaube, ich habe auch noch nicht das zu Ende gedacht. Ich finde immer bei diesen Begrifflichkeiten wie Körper Literacy, finde ich auch immer ein bisschen ausschließend, weil das wieder so in einer Blase diskutiert wird und dann ist es so ein bisschen hip und dann gibt es so eine kleine Gruppe, die das ganz toll findet und so. Und aber dann geht man auf die Straße und sagt, ja, ich war auf einem Festival zu Corporate Literacy. Okay. Da kann man da nicht so viel mit. Und deswegen finde ich das auch immer schwierig. Auf der anderen Seite über Körper noch mal anders fokussiert zu reden, wie ich das als Feministin schon in den 80er Jahren, wo da war das auch schon mal ein Thema, gemacht habe, finde ich auch immer wieder produktiv. Und ich finde es auch immer wieder auch interessant, wie schnell der Körper, egal in welchen Diskussionen wir uns beschäftigen, ob das Rassismuskritik ist oder Migration, wie schnell der Körper wieder verschwindet aus dem Fokus der Diskussion, ob schon, wenn wir zum Beispiel, wie wir das jetzt in unserem Workshop gemacht haben, heute Nachmittag zu Rassifizierung oder so sprechen oder über Sexismus reden, über Ableismus. Immer geht es eigentlich auch um den Körper. Und es ist schon faszinierend, wie es geschafft wird, in den Diskussionen, in den Schriften und auch in den Ansätzen, das wieder so körperlos zu machen, als würde das überhaupt keinen, als würde das gar keine Rolle spielen, obwohl es eigentlich der Fokus ist, also wie der Körper wahrgenommen wird, wie wir ihn in Szene setzen, Performativität und so weiter und so fort. Und insoweit finde ich das gut, das wieder in den Fokus zu nehmen, aber ich glaube tatsächlich, und da würde ich dich jetzt zitieren, das hat auch was Feiges, wenn wir wieder die bösen Begriffe wegnehmen, weil ich finde es wichtig, dass wir, das ist in Deutschland ja immer so schwierig, aber dass wir Rassismus auch als Rassismus behandeln und nicht als Körper-Illiteracy oder so, sondern das ist halt Rassismus und da ist mehr drin, wie einen Körper falsch zu lesen. Das ist auch da drin, aber wie gesagt, da ist viel mehr drin. Und das, bei Rassismus wissen wir, dass es auch um Gewalt geht und um Macht und um Verletzung. Bei Körper-Literacy kann es auch um Kunst und Kultur nur gehen, ohne dass es dann so wehtut. Und bestimmte Dinge, wenn wir die verlernen wollen, müssen die auch ein bisschen wehtun. Und das war doch ein super Schlusswort. Ich danke euch für eure Geduld und das war jetzt unser Panel und eine schöne Heimreise. Danke.